Und wir sagen herzlich willkommen, Zeina Nasser und Stefan Kunz. Herzlich willkommen im aktuellen Sportstudio. Zeina Nasser, Stefan Kunz. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben uns gerade mit dem Boxergruß begrüßt. Wurde mir vorher erklärt, wie man das macht. Nur so mit der Faust. Sehr gut. Zeina, sind Sie eigentlich auch Fußballfan? Kennen Sie oder kannten Sie vorher Stefan Kunz? Nicht lügen. Sie dürfen ruhig ehrlich sein. Tatsächlich nicht, nein. Aber es liegt daran, dass ich, ich habe gerne selber Fußball gespielt, aber ich gucke gar nicht so richtig oft Fußball und kenne mich da nicht so gespielt, richtig. Ich habe hab aber gut gespielt, ja, früher, als Zeina ich noch jung war. Ronaldinho war, glaube ich, ja, Junior Ronaldinho, so wurde ich genannt. Und Stefan Kunz, haben Sie irgendeine Verbindung zum Boxen? Irgendwie früher Henry Maske geguckt oder die Klitschkos? Ja, ganz früher war es auch noch so, das Sensationelle, wenn der Vater dich wach gemacht hat, als Muhammad Ali geboxt hat. Dann war es auch oft schon schnell rum nach um 3 Uhr, dann um 2:45 konntest du wieder ins Bett gehen, das war es dann. Aber okay. Das waren so mehr noch die Erinnerungen, ja. Es gibt aber ein Thema, was Sie beide verbindet und es könnte sogar so sein, dass Sie sich nächstes Jahr wiedersehen in Tokio, Thema Olympia. Stefan Kunz hat das Ticket mit der U21 schon gelöst. Sie haben es noch nicht gelöst, Sie wollen es aber lösen. Erzählen Sie uns von Ihrem Traum Olympia. Ja, also ich denke, dass das größte Erlebnis eines Sportlers Olympia ist und die Teilnahme an den Olympischen Spielen und das wäre natürlich ein Traum. Und dafür muss ich mich erstmal sportlich beweisen. Ich muss dieses Jahr meinen Titel als deutsche Meisterin verteidigen und dann geht's los zu den internationalen Spielen und dann sieht man mich bei Olympia. Ja, hoffentlich. Wir hoffen drauf. Wir drücken die Daumen. Und Sie, Stefan, haben das Ticket schon gelöst, aber ist denn sicher, dass Sie auch wirklich dabei sind? Also, dass Sie bis dahin noch Trainer der U21 sind? Meinen Sie, ich werde entlassen? Nein, das glaube ich nicht. Aber man weiß ja nicht. Oliver Bierhoff sagt ja, ich habe Sorge, dass er uns vielleicht abgeworben wird. Ach so. Nee, ist schon so, dass wir uns jetzt wahnsinnig drauf freuen. Also die Fußballer haben schon sehr viel Respekt vor allen anderen Sportlern. Und wir stehen sehr im Mittelpunkt, was den Sport anbelangt. Aber jetzt dann die anderen zu treffen, mit denen sich vor allem auch auszutauschen. Ich habe jetzt Austausch gehabt mit unserem Handball-Bundestrainer. Da konnte ich ein bisschen was mitnehmen jetzt für die EM. Wir hatten Patrick Essium da vom Football. Also so über diesen Tellerrand hinausschauen und von anderen Sportlern was lernen, das ist schon auch mit so ein Grund, warum ich mich auf Olympia extrem freue. Und dann können Sie sich bei dem Olympischen Dorf treffen. Stefan Kunz, ja. Zeina Nasser, schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Dankeschön. Ja, und wir sagen nochmal herzlich willkommen, Stefan Kunz, bei uns im Sportstudio. Freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Noch nicht im Urlaub, aber bald haben Sie sich auch verdient. Sie haben einen bewegten Juni hinter sich. Und bevor wir sprechen, wollen wir uns nochmal ganz kurz anschauen, was Sie erlebt haben in diesem Frühsommer in Italien. Die U21-Europameisterschaft ohne ein Happy End, aber mit einer Happy Bilanz, kann man sagen. Marcel Bergmann. Die Komplimente prasseln auf ihn herunter. Und er nimmt sie gelassen entgegen. Stefan Kunz, der Vater des Erfolgs. Ein authentischer Mann, der auch nach dem verlorenen Finale gegen Spanien noch auf dem Platz die richtigen Worte findet. Was ihr gemacht habt in den letzten Wochen für Deutschland, das haben so viele noch nicht gemacht. Kann ich nur sagen, zieht den Hut vor euch. Lasst uns die Enttäuschung mitnehmen. Aber wir sind auch stolz auf das, was wir hier gebracht haben. Für viele war er sicher nicht die Idealbesetzung, als der DFB ihm vor 3 Jahren die Geschicke der U21 anvertraute. Doch mit dem Gewinn der EM 2017 konnte er seine zahlreichen Zweifler schnell widerlegen. Natürlich genießt er eine genaue Beobachtung. Und sogar von ganz oben wird ihm große Anerkennung zuteil. Also er hat nicht nur fachliche Kompetenz, sondern vor allen Dingen auch eine sehr gute Empathie und einen Zugang zu den Spielern. Er lebt es so ein bisschen vor. Aber in den Spielen gibt es Kerosin. Nur in den Spielen, deswegen kommen manche gerade dahin. Und das Kerosin, das brauchen wir, da gehen wir noch weiter aus dem Arsch raus. Noch konzentrierter. Das ist die Geilheit, das ist das, was jeder Fußballer haben will. Spiele, wo es um was geht und wo wir Vollgas geben können. Mit durchgedrücktem Gaspedal hinein in die EM in diesem Sommer. Souverän gegen Dänemark mit Marco Richter und Luca Waldschmidt wird ein Sturmduo geboren, das allein in den ersten beiden Spielen der Vorrunde zusammen 7 Tore erzielt. Gleich 6 Treffer dürfen Kunz und sein Trainerteam gegen Serbien bejubeln. Wie sehr die Mannschaft ein echtes Team aus 23 Spielern ist,
verrät die beeindruckende Kabinenansprache von Kapitän Jonathan Tah kurz nach dem Schlusspfiff. Ich finde, für die, die noch nicht so viel gespielt haben, sollten wir ganz großen Respekt haben. Wir sind alle eine Mannschaft. Wir brauchen alle, alle sind gleich wichtig und ich finde, das sollten wir respektieren. Ein Punkt gegen Österreich, Halbfinale und Olympiaticket gelöst. Im Bus eine gesangliche Liebeserklärung für den Trainer. Rumänien, Halbfinale. Zum ersten Mal in Rückstand. Zwei späte Freistoßtore ebnen den Weg ins Endspiel. Dort heißt der Gegner Spanien, wie vor zwei Jahren. Nur diesmal ohne deutsches Happy End. Zwei spanische Tore sind eins zu viel. Stefan Kunz ist auch als Verlierer ein Meister der Situation und für seine Mannschaft ein sensibler Meister des Wortes. Wir sind auch stolz auf das, was wir hier gebracht haben. Das war auch noch mal ein Aufbäumen bis zum Schluss, Jungs. Das zeigt einfach, was er für eine Riesenqualität hat. Ganz klasse. Ja, Applaus für die Jungs, Applaus für Stefan Kunz. Man hatte schon das Gefühl, da ist was zusammengewachsen in Italien. Wie schwer fiel denn der Abschied jetzt von den Jungs? Der Abschied war jetzt schon schwer, weil es ging jetzt über zwei Jahre, wo wir die Qualifikation durchgeführt haben. Und einige Spieler kamen ja noch von 2017 mit dazu. Und da waren schon, das entsteht ja nicht in diesen vier Wochen im Juni, sondern das entsteht ja in diesen zwei Jahren. Und da gibt es sehr viele einzelne Geschichten, die dann irgendwo schon so anfangen, zusammen zu schweißen. Nicht nur jetzt Trainer und Spieler, sondern auch die Spieler untereinander. Auch das ganze Team hinten dran, weil das verkörpert ja eben diese Einstellung zu dem Fußball genauso. Und dann war das jetzt das Ergebnis. Man muss sagen, so ein paar emotionale Bilder, da muss ich mal noch nicht hingucken. Sie sind schon so ein bisschen angefasst, oder? Merkt man ja, fast. Ja, total. Mhm. Man weiß, dass Sie einen besonderen Draht zu den Spielern hatten, insbesondere zu diesen Spielern. Das sagen die Spieler auch immer wieder. Stefan Kunz, wir lieben dich. Was war das für ein Moment für Sie? Okay, man kann es nüchtern abarbeiten und kann sagen, sie hatten vorher schon alle Namen durch. Irgendwann muss auch der Trainer drankommen. aber dass dann der Trainer trotzdem drankommt, ist ja auch okay. Ja, es gibt so viele einzelne Geschichten mit ganz vielen von den Spielern, die eine persönliche Beziehung in den zwei Jahren hergebracht haben. Ich glaube, dass zumindest mal ein Teil meiner Führungsarbeit halt auch mit dem Herzen gemacht wird. Und auf der anderen Seite, ich bin kein Kumpel von den Spielern. Ich versuche mich aber in ihre Situation hineinzuversetzen. Ganz oft diskutieren wir darüber, was aus ihrem Handeln entstehen könnte oder entstanden ist und wie man es besser machen kann, dass eigentlich die Lösung von den Spielern kommt. Und so war jetzt zum Beispiel auch die Kabinenansprache von Jonathan. Das ist für mich ähnlich wie ein Tor. Wenn ein junger Mann, der vorher nicht so extrovertiert war, sich jetzt als Kapitän hinstellt und übernimmt das Wort, allein verantwortlich, war ja nicht abgesprochen in dem Sinne, sondern übernimmt für die Ersatzspieler das Wort. Das war das Tolle, was ich toll finde. Oder auch mit Schubi, unserem dritten Torhüter, wenn Sie sehen, wie der beim Tor von Amiri, ist er am weitesten gesprungen, am höchsten gesprungen. Und wir haben dann vom DFB aus ihm, als es in Dresden schwierig wurde von der Situation her, haben sie ihn da zur Schonung mal ein bisschen aus dem Tor rausgenommen, weil er sich gegen eine Vertragsverlängerung entschieden hat. Haben wir aber dann angerufen und haben ihm gezeigt, pass auf, das heißt jetzt nicht, dass du nicht dabei sein kannst. Und sowas wissen die Spieler dann zu schätzen, richtig, geben es zurück. Genau. Und auch er wurde im Bus besungen, also auch der dritte Tor. Ja. Und dass die Spieler ein besonderes Verhältnis zu ihnen hatten, merkt man auch daran, dass sie selbst im Urlaub an sie denken. Schauen Sie mal. Nee. Hallo Coach, viele Grüße aus Marbella. Ich wollte mich auf dem Weg nochmal bedanken für die letzten zwei Jahre. Ich denke, wir hatten eine überragende Zeit. Hey Trainer, ich wollte kurz Grüße aus dem Urlaub senden. Ich wollte nochmal sagen, es war eine geile Zeit, eine überragende Zeit. Ich hatte eine Menge Spaß, habe eine Menge gelernt und reicht jetzt auch von uns Chaoten, glaube ich. Ich wünsche natürlich für die Zukunft nur das Beste und hoffe, dass dein Titel wieder rauskommt. Dann schönen Urlaub. Ciao, ciao.
Luca Waldschmidt und Benjamin Henrichs aus dem Urlaub mit Grüßen. Sie gelten als Spielerflüsterer. Ich habe auch mit Maxi Arnold gesprochen, Spieler 2017. Der hat Sie sogar auf seine Hochzeit eingeladen, was ja auch nicht normal ist. Und Alexander Nübel sagt, er ist nah beim Team und trotzdem Chef. Dieses Kumpel und Chef, wie geht das zusammen? Wie gesagt, also auf der einen Seite gehört zur Führungsarbeit Man muss Herz auch mal hart dazu sein, als Trainer. Wir haben, ich glaube, die meisten Erfolgsaussichten haben Konflikte. Wenn man einen Konflikt anständig angeht, kann daraus am meisten entstehen. Wir haben wirklich teilweise Sachen gehabt, die das Zeug zum Skandal hatten. Und ich kann nicht lange warten, sondern spreche sofort an. Nehmen aber dann auch andere Spieler mit dazu. Klar, natürlich aus dem einen Grund, damit die Mannschaft weiß, okay, der Trainer weiß es. Mhm. Und dann gehen wir zusammen durch, was der einfachste Weg ist. Nur damit wir es verstehen, ja. Verfehlungen von einzelnen Spielern oder Streitigkeiten? Ja, oder genau, sowas zum Beispiel. Okay. Und die einfachste ist ja, okay, ich schicke dich nach Hause. Ja? Das würde jeder verstehen. Aber dann entwickelt sich ja der Spieler nicht, sondern es geht ja darum, dass die Spieler sich entwickeln und dass die einen Schritt nach vorne machen. Mhm. Ich glaube, dass eine Führungsfigur, die beste Führungsfigur, ist ein Lehrer, der selber andauernd lernt und auch so über den Tellerrand halt hinausschaut. Ich muss mich ja in verschiedene Sachen hineinversetzen. Vor 2 Jahren war das für mich total unvorstellbar, wie die Mannschaft einen Friseur kommen lassen konnte. Ja. Und wenn du länger mit den Jungs dazu bist, und das gehört zum heutigen Erscheinungsbild, wie vielleicht in meiner Zeit die Wrangler-Jeans und ein Parker, den hast du normalerweise ein halbes Jahr gar nicht ausgezogen, ne? Und so hat er auch ausgesehen. Und bei ihnen ist halt so, dass sie sich Gedanken drum machen, wie sehe ich aus? Und ganz zum Schluss bin ich schon selber mal kurz hingegangen. das sind Sachen, finde ich, wo man sich entwickeln kann und sollte. Aber auf der anderen Seite gibt es einfach Sachen, die mit Anstand und Respekt zu tun haben, auch mit diesem gesunden Schuss von Demut, das ist ja ein schwieriges Wort, je nachdem, wie man es interpretiert. Und da muss ich sagen, wenn meine Jungs bei dem Herz zeigen, bei diesem sozialen Engagement mit dabei sind, dann merkst du eigentlich erst, was die für ein großes Herz haben. Und auf der anderen Seite sind das noch ganz, ganz junge Menschen. Und wir erwarten manchmal halt schon so viel davon. Lassen Sie uns auf diese jungen Menschen gucken. Wir schauen mal auf die Mannschaft, mit der Sie durchs Turnier gegangen sind, haben uns jetzt mal die Spieler rausgenommen, die am meisten gespielt haben. Und Joachim Löw sagt, die haben alle eine Chance, ins A-Team zu kommen. Es werden natürlich nicht alle schaffen, das ist auch klar. Bei welchen Spielern würden Sie denn sagen, die sind am nächsten dran? Jetzt mal ausgenommen Tah und Klostermann, die ja ohnehin schon in der Elf sind, in der Alf. Ich glaube, wir müssen auch eine andere Frage stellen. Vor dem Turnier hat ja, sagen wir mal jetzt, Luca Waldschmidt oder Marco Richter keiner so richtig auf dem Zettel gehabt. Ne? Was könnten wir auch in der Ausbildung machen, dass auch ein Maxi Eggestein, oder ich glaube Flo Neuhaus sind auch erst in der U20 zur Nationalmannschaft gekommen, dass wir die noch besser oder noch früher entdecken und noch mehr individuell entwickeln, weil die Entwicklung Waldschmidt oder Richter hat natürlich auch jetzt in erster Linie bei Augsburg und Freiburg stattgefunden. Mhm. Und trotzdem, für mich war es ganz wichtig zu zeigen, dass diese Jungs etwas können, was vielleicht so dieses ausländische Talent, was in erster Linie mal dann Schnelligkeit, Dribbling, Dynamik oder auch Körperlichkeit oft anbelangt, dass ich habe ihnen immer gesagt, zeigt doch, was ihr für andere Qualitäten habt. Das ist zum Beispiel der Teamgeist oder das ist es auch, einen Matchplan umzusetzen oder jetzt wie gegen Rumänien, gegen Widerstände durchzugehen und diese Widerstandsfähigkeit zu zeigen. Und da bin ich eigentlich jetzt so froh, dass sie das gemacht haben. Weil das ist in meinen Augen genauso ein Talent wie schnell rennen oder schnell dribbeln. Mhm. Und von daher gesehen, glaube ich, es ist noch ein Schritt bis zur A-Nationalmannschaft, auch noch ein großer. Aber ich muss auch sagen, vielleicht ist eher so die Heim-EM ist dann für uns das Ziel, wo die Jungs dann vielleicht also einen wichtigen der nächste Teil, Schritt. Genau. Dann. Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Ich habe vorhin schon angedeutet, Oliver Bierhoff sagt, wir machen uns Sorgen, dass er uns jetzt abgeworben wird. Gibt es da Begehrlichkeiten, die da von außen jetzt an Sie herangetragen wurden? Gibt es Anrufe von Clubs? Sie müssen jetzt auch gar nicht sagen, wer es war, sondern nur wie viele? Ich habe jetzt vermehrt Einladungen in irgendwelche Quiz-Shows. Okay, ist ja auch ein Ritterschlag. Ja, das lassen wir mal dahingestellt, ob das ein Ritterschlag ist. Also Sie machen jetzt, haben wir richtig verstanden, bis Olympia auf jeden Fall weiter. Ich habe gelernt, dass man im Fußball, das sind die Worte von gestern immer wieder einholen. Und ich habe mir auch meine Worte, glaube ich, von vor 19 Jahren eingeholt, weil ich mal gesagt habe, ich werde nie mehr Trainer. Dafür ist das Geschäft zu schnelllebig. Ja, also ich habe vor, Olympia zu machen. Mhm. Ja, und was dazwischen noch kommt, muss man einfach sehen.
Über Instagram fragt Paul, könnten Sie sich vorstellen, nochmal einen Club zu trainieren? Auch das würde ich grundsätzlich nicht ausschließen. Okay. Weil damals, also Sie waren ja schon mal Clubtrainer, Sie haben gesagt, es ist lange her. Und damals waren Sie ja nur so semi-erfolgreich, muss man auch sagen. Warum klappt das heute so gut, was damals noch nicht so klappte? Wie haben Sie sich entwickelt in der Zeit? Ja gut, es liegen 19 Jahre dann dazwischen oder 18 Jahre, die natürlich was Führungsarbeit auch als Vorstandsvorsitzender ist es ja auch Führungsarbeit oder Menschenkenntnis. Mhm. Ich glaube, dass man das jetzt ganz gut auch nutzen kann. Aber letztendlich ist es so, dass du dass jeder Spieler ist individuell und dass du für jeden ein Gespür bekommen musst. Der eine braucht ein bisschen mehr Gespräch, der andere braucht ein bisschen weniger. Und Sie haben es ja eben richtig gesagt, wenn du einen Spieler treffen willst und der Spieler sagt, ach, kommen Sie doch bei mir zu Hause vorbei, dann weißt du, dass das schon, das ist schon so ein Beweis von einem Vertrauensverhältnis. Und das spiegelt sich nachher auch in der Leistung. Mhm. Weil ich habe immer zu Ihnen gesagt, ihr seid 11 ganz tolle Steine. Aber damit eine Wand draus wird, brauchen wir den Zement, der das Ganze hält. Und das ist Team Spirit oder Teamgeist. Der Klebstoff, von dem Sie immer gesprochen haben. Jetzt, Herr Kunz, kommt Ihr Lieblingsthema. Sie wissen welches wahrscheinlich. Und ich hoffe, dass Golfen? Sie, Motorradfahren? Dass Sie, ich hoffe, dass Sie nicht so reagieren, wie Sie 1991 im aktuellen Sportstudio reagiert haben. Erinnern Sie sich noch dran? Ja, das war der Joke. Schauen Sie mal, da haben wir es da. Worum geht's bei der Aktion? Günther Jauch. Ach, wissen Sie, das ist mir jetzt ein Thema, das ist mir zu langweilig. Okay, schreiben. Da gehen Sie heim. Ja, ich geh lieber heim. Warum denn das? Also, wir können das erklären, es war damals ein Witz und der Günther Jauch, der Moderator, wurde damals ein bisschen hochgenommen. Genau, war, glaube ich, seine letzte Sendung. Ja, genau. Aber ich muss sagen, aber guter Schnauzer und schöner Pulli. Ich kann sagen, Frisurtechnik und von der Mode her habe ich mir eine Idee weiterentwickelt. Ja, durchaus. So, jetzt zu Ihrem Lieblingsthema, die Bundestrainer-Debatte. Joachim Löw sagt, wir haben zwei Trainer beim DFB, die absolut die Fähigkeit haben, Bundestrainer zu werden. Stefan Kunz und Markus Sorg. Hat er recht? Also zumindest mal finde ich es mal klasse, dass laut unserem Bundestrainer dann der DFB schon mal in den eigenen Reihen zwei Leute hat, die das laut unserem Bundestrainer übernehmen können. Ansonsten bleibe ich bei meiner Aussage. Wir haben super, ich habe was Quatsch gesagt, der Jogi ist super, der hat das gesagt und hat hinterher gesagt, in 8 Jahren, wenn ich aufhöre. Ja. Und dann stimmt das Ganze ja. Okay, und dann wären Sie bereit in 8 Jahren. In 8 Jahren könnte man drüber reden, ja. Stefan Kunz, letzte Frage, weil Sie ja zu Recht sagen natürlich, dass Sie darüber im Moment nicht diskutieren wollen. Wir haben ja einen Bundestrainer, aber es schmeichelt Ihnen schon, dass Sie zumindest dafür in Frage kommen und öffentlich diskutiert wird, ob Stefan Kunz Bundestrainer kann, oder? Ja, das ist ein Lob. Ich finde nur, dass man im Fußball, wir machen alles eine Idee zu toll oder eine Idee zu schlecht. Und man muss das selber für sich richtig einordnen können. Mhm. Und ich kann nicht über Respekt sprechen, wenn wir auf der anderen Seite den Respekt bei so einer Frage verlieren würden. Von daher gesehen, das prägt mein ganzes Team. Und deswegen kannst du ja als Oberguru nicht anders voranmarschieren. Gutes Schlusswort. Und dann freuen wir uns, würde ich sagen, auf den Bundestrainer Stefan Kunz in 8 Jahren, oder? Vielen Dank für das Gespräch, ja, Stefan Kunz. Schön, dass Sie hier sind. So, wir haben gleich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch einen tollen Gast, und zwar eine deutsche Boxmeisterin im Fliegengewicht, die eine super Geschichte mitbringt, können Sie sich sehr darauf freuen.